Sebring Vanguard summen über 1 Million elektrische Golfkarren. Bei uns gerät das E-Mobil noch zur schieren Sensation. Der Wagen mit dem Styling einer Skiblaus wird trotz seiner Hässlichkeit zum attraktiven, elektrisierenden Sonnyboy. Bitte? 8.900. Das wäre mal lieber wie mein Commodore, der kriege eher einen Parkplatz, gell? Sonntagsausflüge gelten bevorzugt Freunden mit straßennaher Stromzapfquelle. Nach 2 Tagen der erste elektrische Kreislaufkollaps. Auch der Pannendienst des ADAC musste passen. Die Insassen sitzen auf den 8 Batterien A6 Volt, fortschrittlich angegurtet. Das Gurtschloss liegt freilich fatalerweise nach dem Ablegen auf der Sitzbank. Wird die weggezogen zur Kontrolle der Akkumulatoren zum Beispiel, kann es ein Feuerwerk geben, hier eine Demonstration. Im unteren Geschwindigkeitsbereich ist der Apparat recht flott, denn beim Elektroantrieb ist der Saft sofort voll da. Höchstgeschwindigkeit 56 km in der Stunde, bei Steigungen ein Abfall auf rund 30. Im Berg- und Talbetrieb fuhr der Wagen 50 Kilometer am Stück. Auf dem Tal wurden bald mehr. Erst nach 82 Kilometer Laufstrecke zeigte das Citycar ernsthafte elektrische Entzugserscheinungen. Das Auto an der Steckdose hat Zukunft. Doch dieser Elektro-Stadtwagen ist elektrotechnisch auf dem Stand einer Straßenbahn 1925. Dieses Fahrzeug hat nur Zukunft, wenn der Hersteller es in vielen Punkten verbessert. Tatort Tankstelle. Die Tankwarte mussten schon während der Ölkrise hart im Nehmen sein. Jetzt hat das Bundeskriminalamt die grandiose Idee, aus ihnen Hilfs-Sheriffs zu machen. Denn wer kann besser Terroristen aufspüren als die Männer mit der Zapfpistole?